dass ihr wieder heute dabei seid. Wir sind schon in der zweiten Folge von unserer neuen Serie Freundschaft. Ihr dürft richtig gespannt sein, welche Freunde von der Bibel heute denn drankommen bei uns. Genau, so sieht's aus. Und ich starte direkt mit einem Gebet. Und liebe Kids, ich fänd's cool, wenn ihr daheim, egal ob ihr hinterm Laptop, hinterm Fernseher, wo auch immer steckt, dass ihr auch daheim mitbetet. Jesus, ich danke dir einfach für diesen Morgen, ich danke dir einfach für die Botschaft, ich danke dir wirklich für all das Gute, was du uns bringst und dass wir einfach so viel von dir lernen dürfen, Jesus. Und ich bitte dich auch, dass du auch heute Morgen wieder zu uns sprichst, dass du unser Herz erwärmst, dass wir wirklich auch was mitnehmen dürfen und dass es uns einfach mit in den Alltag begleitet. Danke dir, Jesus, dass wir einfach die Möglichkeit haben, Online Kigo jedes Mal von neuem zu feiern und dich zu loben. Amen. Amen. Und jetzt geht's los mit Gott zu loben mit zwei Liedern. Macht mit, steht auf und los geht's. Hey, cool, dass du da bist. Komm, mach mit. Wir singen ein Lied über rechts und links und er ist bei dir. Ob du dahin gehst oder dahin oder vor und zurück, er ist da. Komm, mach mit. Nee, ist nach rechts, komm, mit den Augen. Rechts und links, jeden Schritt, cool, vor, zurück, gehst du mit, du hast es, nochmal rechts, rechts und links, ja, jeden Schritt, vor, zurück, gehst du mit, ich geh mit dir, ich geh mit dir, jeden Schritt, kommst überall hin mit, rechts und links und vor, zurück, du bist da, du bist mein Glück. Ich geh mit dir jeden Schritt, du kommst überall hin mit, rechts und links und vor, zurück, du bist da, du bist mein Glück. Super gemacht, es geht weiter, mit rechts und links, konzentrier dich, mach die Augen, mach mal mit den Augen mit, jetzt. Rechts und links, jeden Schritt, das war gut, vor, zurück. Gehst du mit? Er ist immer da. Komm nach rechts. Rechts und links. Jeden Schritt. Gut gemacht. Vor, zurück. Gehst du mit? Ich geh. Ich geh mit dir jeden Schritt. Du kommst überall hin mit. Rechts und links und vor, zurück. Du bist da, du bist mein Glück. Ich geh mit dir jeden Schritt. Du kommst überall hin mit. Rechts und links und vor, zurück. Du bist da, du bist mein Glück. Komm, wir rappen jetzt, jeden Tag, geht los. Jeden Tag mit dir bin ich nicht allein. Werde ich mit dir reden, du wirst bei mir sein. Ohne dich nicht leben, das ist für mich klar. Meine Ziel zu geben, ich bin für dich da. Komm, spiel jetzt alle, gib alles. Schnapp dir ein Mäßigstil, irgendwas, was du findest. Aber spiel jetzt alle. Und rechts und links und vor zurück und rechts und links und vor zurück und rechts und links und vor zurück und gib alles! Komm schon, den Kopf und durcheinander! Komm schon! Gib alles! Schmerzen im Bein. Hast du es geschafft? Ja! Ja, hallo! Ihr seid da? Seid ihr alle wach? Wollen wir ein Lied singen? Ja! Es gibt einen Freund und das ist Jesus. Lass uns zusammen singen, komm! Steh auf! Hab einfach Spaß und Freude! Es gibt einen Freund, der dich nie verlässt, der dich nie verlässt. Hey. Es gibt einen Freund, der dich festhält, der dich festhält, wirklich fest. Und das? Das ist wirklich wahr. Er ist für dich da. Er ist für dich da.
auch allein? Bist du auch ja. allein? Was dann? Ich habe so Hunger, ich muss noch was essen. Ich habe heute noch nichts gefrühstückt. Verstehe ich, kenne ich. Vielleicht sitzt ihr auch gerade da und frühstückt vom Online-Kigo. Mm. Und ich frühstücke jetzt mit euch einfach mit. Hey, das würde ich auch machen. Kids, ich würde sagen, solange die Priscilla noch ein bisschen frühstückt, lasst uns doch mal reinschauen, wer letzte Woche gewonnen hat bei unserem Gewinnspiel. Mm-hmm. Ich weiß nicht, ob ich noch erinnern könnte, es ging um Hiob und seine Freunde. Und da haben Priscilla und ich gesagt, hey, dieser Handschlag-Emoji, das ist unser Gewinnspiel. Und lasst uns jetzt mal reinschauen, wer letzte Woche richtig gezählt hat. And the winner is... Herzlichen Glückwunsch, du bist ein Gewinner. Ihr habt gewonnen bei uns im Gewinnspiel. Ihr könnt gespannt sein, denn in den folgenden Tagen, vielleicht müsst ihr ein bisschen noch warten, kommt was richtig Tolles nach Hause. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal freuen. Oh, aber was ja. ist denn unser heutiges Gewinnspiel? Genau, das heutige Gewinnspiel ist, sind die Doppelkekse. Ihr dürft die zählen, weil so ein Doppelkeks, der hat ja zwei Kekse und die sind immer zusammen. Genauso wie Freunde auch immer zusammengehören und nicht richtig getrennt cool. werden können. Yes. Deswegen, Corinna, du kriegst natürlich jetzt auch einen Doppelkeks von mir. Und ihr Kids dürft ab jetzt zählen, wie viele Doppelkekse im Online-Kigo vorkommen. Let's go. Und wir starten jetzt mit unserer Andacht, mit unserem Theater. Viel Spaß, Kids. Oh,
sind so coole Leute. Aber was macht sowas in der Schule? Keine Ahnung. Aber lasst uns doch... Normalerweise nicht so. Aber das ist eine saftige Strafarbeit. Auf jeden Fall, das ist unfair.
meine Schwester doch niemals tun. Es ist doch allgemein bekannt, dass Emma Rachel eben nicht besonders mag und sie ärgert sie besonders gern. Hä? Ihr seid doch immer diejenigen, die... Finja, Nils, das ist eure erste Verwandlung. Emma, das ist schon deine dritte. Du kommst nach dem Unterricht zu mir und holst dir eine saftige Strafarbeit ab. Was soll's? Danke, dass ihr euch vorhin für mich eingesetzt habt. Auch wenn es leider nichts gebracht hat. Ryan und Rachel kommen echt immer davon. Und das nur, weil ihre Eltern so viel Geld an die Schule spenden. Und weil ihre Eltern, ich glaube, im Vorstand sind vom Elternbeirat. Das wäre echt nicht nötig gewesen. Jetzt hast du schon wieder eine Strafarbeit. Doch, das war nötig. Schließlich sind Freunde dafür da, dass sie füreinander einstehen. Ja, so wie David und Jonathan in der Bibel. Stimmt, die waren echt super duper Freunde. Wie ging die Geschichte noch? Der Vater von Jonathan war böse auf David. Und dann... Hey Kids, wie cool, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und wir befinden uns mitten in einer richtig, richtig coolen Reihe. Und zwar geht es um das Thema Freundschaft. Und ich weiß nicht, vielleicht fallen euch ja so ein paar Freundschaften ein. Zum Beispiel Tim und Struppi, das habe ich früher als Kind immer richtig viel gesehen. Die haben eine richtig besondere Freundschaft. Oder Asterix und Obelix, die haben ja auch super viel Abenteuer erlebt, haben zusammen gekämpft. Und Biene Maya und der Willi zum Beispiel ist auch ein Beispiel für eine ganz tolle Freundschaft. Oder Mickey und Minnie Maus. Es gibt so viele Freundschaften, die wir sehen im Fernsehen oder auch in Büchern. Und genauso gibt es auch in der Bibel ganz viele Geschichten über Freundschaft. Denn Freundschaft ist wirklich so ein wichtiges Thema. Und ich will nicht zu viel verraten, aber eins könnte ich sagen, es geht heute um den kleinen David. Denn wir haben schon ganz viel im Online-Kiko und auch bestimmt so habt ihr schon viel über David gehört und erfahren. Denn David hat echt einiges erlebt. Wirklich, er hat gegen Löwen gekämpft, er hat gegen David, gegen Goliath gekämpft. Und nachdem David, der kleine David, gegen Goliath gewonnen hatte, waren ja wirklich alle wirklich baff. Die hätten nie geglaubt, dass dieser kleine David gegen den großen, starken Goliath gewinnt. Aber David hatte Gott an seiner Seite und deswegen hat er es geschafft. Und David, nachdem er gewonnen hat gegen Goliath, waren viele beeindruckt und haben natürlich David bewundert. Und auch Saul, der damals König war, hat dann David zu sich in den Palast eingeladen. Und dann ist David auch gekommen und David hat Bekanntschaft gemacht mit dem Sohn von dem König Saul. Und zwar war das Jonathan. Und sofort waren sie richtig gute Freunde, sie haben sich richtig gut verstanden. Und was in der Freundschaft alles passiert ist, das erzähle ich euch jetzt in einer kleinen Bildergeschichte. In unserer heutigen Bibelgeschichte geht es um David. Der hatte einen ganz besonderen Freund, der eigentlich auch sein Feind hätte werden können. Nach Davids Sieg über Goliath, ihr kennt bestimmt die Geschichte, wo der kleine zierliche David gegen den großen, starken Goliath gewonnen hat. Und danach wurde er von König Saul in den Palast geholt. Jonathan, der Sohn von König Saul, ist von David und seinem festen Glauben an Gott beeindruckt und bietet dem jungen Kämpfer seine Freundschaft an. David wurde von Saul zum Hauptmann über das Kriegsheer gesetzt. Alles lief gut, er war ein super Krieger und bei allen beliebt. Aber genau aus diesem Grund wurde Saul eifersüchtig auf David. Denn Saul hatte Angst, dass David irgendwann König werden könnte. Er sagte, das geht nicht, mein Sohn Jonathan, der muss nach mir König werden. Jonathan war der Prinz. Er war der Sohn und rechtmäßige Nachfolger von Saul. Schon seit er ein Kind war, wusste er, dass er einmal König werden sollte. Aber jetzt war David da und David war bei allen so beliebt. Und sogar Gott hat schon gesagt, dass David der nächste König werden sollte. David und Jonathan verbrachten viel Zeit zusammen. Sie waren echte Freunde, obwohl sie sich eigentlich nicht hätten leiden können oder sogar auch hassen können. Denn nur einer konnte ja König werden. Normalerweise hätte Jonathan als Sohn des Königs Anspruch auf den Thron. Doch Jonathan war überhaupt nicht versessen darauf, König zu werden, denn seine Freundschaft zu David war für ihn wichtiger. Ihre Freundschaft war stärker als die Eifersucht von Saul und ihre Freundschaft war auch stärker, als dass sie sich hätten streiten würden, wer denn überhaupt jetzt König werden soll. Einmal kam Jonathan zu David und sagte, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben, du bist wirklich mein allerbester Freund, ich möchte dir ein Geschenk machen.
Jonathan zog seinen Mantel und seine Waffenrüstung aus. Dann nahm Jonathan noch sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Alles gab er David. Stellt euch vor, Jonathan gab seine ganze Waffenrüstung an David. Er war somit schutzlos und verwundbar. Doch die Freundschaft zu David war Jonathan viel wichtiger als sein eigener Schutz. David war ihm wichtiger als sein eigenes Leben. Also ich bin jedes Mal fasziniert und finde es richtig toll, was für eine Freundschaft David und Jonathan hatten. Ich meine, Jonathan stand einfach David immer zur Seite, der hat ihm geholfen, auch wirklich in ganz, ganz, ganz schwierigen Zeiten. Und das macht wirklich eine wahre Freundschaft aus. Und ich meine, Saul, der war ja wirklich sowas von wütend. Ich meine, vielleicht denken viele ja zu Recht, weil an sich hätte ja Jonathan Anspruch auf den Thron gehabt. Und das finde ich schon bewundernswert, der Jonathan hätte auch sagen können, hey, eigentlich ist es mein Platz, David, du bist eigentlich gar nicht der rechtmäßige König, ich müsse nach meinem Papa König werden. Aber Jonathan hat Gottes Wille anerkannt, der hat gesagt so, hey, wenn Gottes sein Wille ist, dass David König wird, dann bin ich damit auch einverstanden und natürlich hat Jonathan auf Gott gehört. Und das stand natürlich ihm nicht im Wege, trotzdem hat er gesagt, David, du bist trotzdem mein Freund, egal was ist. Und es ging sogar noch einen Schritt weiter, denn Jonathan stand zu David auch, weil sein Papa total wütend auf den David war. Denn der war wirklich so wütend und so eifersüchtig. Der hat gesagt, hey, das ist nicht in Ordnung, dass der David König wird. Ich möchte den David umbringen lassen. Und es war ganz, ganz, ganz schlimm. Und das hat der Jonathan ja mitbekommen und hat den David gewarnt. Und so konnte der David fliehen. Und das zeigt, dass sogar Freundschaft darüber hinausgeht. David war Jonathan viel wichtiger wie sein eigenes Leben. Und es zeigt wirklich, wie stark und wie tief Freundschaften sein können. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du auch so einen Freund in deinem Leben oder eine Freundin. Oder vielleicht möchtest du einfach nochmal daran erinnert werden, wie wichtig es ist, dass wir für unsere Freunde da sind, dass wir ihnen helfen können, zur Seite stehen. Und es gibt einfach drei Punkte, die ich euch mitgeben möchte. Denn es ist wichtig in einer Freundschaft, dass man hergeben kann. So wie Jonathan, er hat nämlich seine Rüstung abgelegt und hat es dem David gegeben. Er hat ihm was gegeben. Das zweite ist, dass wir einander unterstützen. So wie Jonathan David unterstützt hat in so einer schweren Zeit, ist wichtig, dass wir auch unsere Freunde im Leben unterstützen. Und drittens, dass wir einander helfen. Hey, guck mal, Jonathan hat David geholfen. Und genauso können wir auch im Alltag unseren Freunden helfen, ob in der Schule, im Alltag, ob wir zusammen Sport machen, ob jemand mal traurig ist und einfach nur unsere Hilfe braucht. Hey, denk doch mal dran, vielleicht ist da ein Freund oder eine Freundin im Umfeld, die deine Hilfe brauchen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und was Zweites, was ich euch mitgeben möchte, Gott sagt, es ist so wichtig, dass wir wirklich Freunde auf dieser Erde haben, aber was auch umso wichtiger ist, hey, wir haben Jesus als Freund. Denn Jesus ist der größte und der beste Freund über alles. Also wenn ihr zum Beispiel sagt so, hey, also ich weiß es ja nicht, aber Jesus ist eigentlich noch gar nicht so mein Freund. Ihr könnt jederzeit und ihr könnt auch jetzt sagen, hey Jesus, ich möchte, dass du mein Freund bist. Denn Jesus sagt, klar will ich dein Freund sein und Jesus ist der beste Freund überhaupt, denn er ist immer für dich da, er hört dir immer zu und er will einfach auch Zeit mit dir verbringen, jederzeit. Deswegen, du kannst jetzt auch gerne mit mir zusammen dieses Gebet sprechen und Jesus dazu einladen, dein Freund zu sein. Jesus, ich danke dir einfach für den Tag. Ich danke dir, dass du uns durch das Thema Freundschaften zeigst, wie wichtig es ist, dass wir Freunde in unserem Leben haben. Und wir danken dir auch, Jesus, dass du uns so viele Freunde uns zur Seite stellst, die für uns da sein können, aber für die wir auch da sein können. Jesus, zeig uns auch wieder von Neuem, wo wir anderen Freunden helfen können, wo wir ihnen zur Seite stehen können, wo wir sie unterstützen können, Jesus. So wie du es uns gezeigt hast anhand von der Freundschaft von David und Jonathan, die so tief war und die sich einfach wirklich in jeder Lebenslage unterstützt haben. Jesus, ich danke dir auch einfach, dass du der beste Freund überhaupt bist. Ich danke dir, dass du uns die Hand reichst und sagst, hey, ich möchte dein Freund sein. Und egal was war, was ist, ich werde immer dein Freund sein. Und ich bitte dich, Jesus, dass du einfach auch jetzt kommst, dass du uns berührst, Jesus, und dass du von jetzt an immer mit uns die nächsten Schritte gehst, dass du uns wirklich zeigst, was ansteht. Ich danke dir einfach, Jesus, dass du der Mittelpunkt bist in unserem Leben und dass du der beste Freund überhaupt bist. Okay, also letztes Mal habe ich diesen Knopf hier gedrückt. Gut aus. So abgefahren. Wir müssen unbedingt ein paar Sachen ausprobieren. Ja,
Vielleicht finden wir dann heraus, wem das alles hier gehört. Warum diese Reihe in der Schule ist. Das sieht so cool aus. Boah. Hä? Wer war das? Was? Nichts. Ich dachte... Aha! Du hast das! Echt erschreckt. Oha, wie frech. Aber irgendwie auch cool. Leute, schaut mal. Wow, du hast es zum Laufen gebracht. Du bist ein echtes Technik-Genie. Naja, ein bisschen kann ich was. Aber schaut mal, die Bilder. Hä? Das sind doch lauter Leute von der Schule. Stimmt, das ist doch der Papa von Ryan und Rachel. Und schaut mal, das ist der Kiosk neben der Schule. Wer ist diese Putzfrau? Arbeitet die im Kiosk? Sieht so aus. Und der Mann, den habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ich wusste, da ist was faul. Der hat lauter falsche Bärte auf. Ist das vielleicht der Agent, dem hier alles gehört? Ich glaube, dass es eher so ein Art Verdächtiger ist. Sonst wären ja keine Bilder hier drauf. Diese ganzen Menschen hat der Agent beobachtet. Irgendwas ist hier los. Nur was. Nils, das ist voll eklig. Ich war das nicht, das war Emma. Ich hab außerdem die Pupskanone aktiviert. Wir sind hier kein Mensch raus. So schnell raus. Ja, ja. Also, ich habe alle Bilder und Daten auf das B-Pad geladen. Jetzt können wir dann auch außerhalb von dem Agentenzimmer auf alles zugreifen. Und wenn wir zu Hause sind, will ich mal mehr über diesen Kiosk herausfinden. Oh ja, das ist eine gute Idee. Leute, wir sind ja fast schon selber wie Agenten. Ich meine, du bist einfach unsere Expertin für Recherche und für Technik. Ja, und du, Emma, du bist unsere starke und schnelle Agentin. Und du, Nils, bist für die musikalische Untermalung zuständig, damit wir auch immer in der richtigen Stimmung sind. Dann, da, 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 da. Ey, Leute, komm. Ey, das ist doch der Typ, den ich schon zweimal gesehen habe in verschiedenen Verkleidungen. Ja, das ist der. Sag ich doch. Mach mal ein Foto, schnell. Was hat der nur vor? Dam, dam, da. Oh, so ein cooles Thema. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon manchmal auch ein bisschen neidisch auf die Freundschaft von David und Jonathan, weil die war so eng. Also die waren voll wirklich die beste Freunde. Wirklich echt krass. Hey, und wir haben ja hier noch unseren Doppelkeks, auch so diese zwei Hälften, die so als Freunde gelten. Und wir haben jetzt gedacht, wir machen ein Spiel und ihr könnt es mal zu Hause auch ausprobieren. Und zwar, wir machen jetzt, wer am schnellsten oder am besten vielleicht die eine Hälfte von diesem Schokoteil abbekommt. Oh, mit dem Mund, ne? Essen. Ja, mit dem Mund, genau. Also, okay. Und okay, wer es als schnellstes wegkriegt, ne? Okay. Auf und die Plätze. Fertig. Los. Die Mitte ist am schwierigsten. Mhm. Ich glaube, die Mitte kriege ich nicht weg. Nein. Wie schnell isst denn du? Ich weiß nicht, ob ich disqualifiziert bin. Mein Kiel ist zerbrochen. Okay. Also, ja, ja. Ich würde sagen, Priscilla, du hast es ein bisschen schneller geschafft. Ja, aber mein Käse ist zerbrochen. Deswegen würde ich sagen, es ist Gleichstand. Okay, Gleichstand kann ich mitleben. Hey Kids, jetzt mal schauen, ob es auch Gleichstand ausgeht bei unseren Spielemastern oder wer da so vorne dran ist. Hey Online-Kiko Kids, der Oktober ist vorbei und ich habe hier den Gewinner für die Duelle vom Oktober. Und zwar eine Gruppe hat 301 Punkte gewonnen, eine Gruppe 371.
Und jetzt wollen wir mal sehen, welche Farbe hier rauskommt. Und zwar hat gewonnen Gruppe Rot. Hey, Gruppe Rot, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt 371 Punkte geholt. Und damit seid ihr der Gewinner diesen Monat. Gruppe Blau, ich glaube, ihr könnt aufholen im November. Und ich freue mich richtig für euch zu hören, wie es was bei euch beim Duell abgeht, wie viele Punkte ihr geholt habt im nächsten Monat. Ciao. Hey Online Kiko Kids, willkommen bei Duelle. Wir sind schon ein bisschen in Nikolaus Stimmung und zwar haben wir ein Duell für euch vorbereitet. Antonia spielt für die Kinder mit einer ungeraden Altersanzahl, also alle Kinder, die 1, 3, 7, 9, 11 und auch 99 Jahre alt sind. Bei mir in Team Blau sind alle Kinder mit einer geraden Altersanzahl, also 2, 4, 6, 8, 12 oder auch 14 Jahre oder mehr. Aber Antonia, was spielen wir denn heute? Wir spielen Ballverlust. Und so habt ihr euch bestimmt schon gefragt, was wir hier an unseren Köpfen dran haben. Wir haben hier welche mit Bällen drin. Und die müssen wir versuchen, innerhalb von 30 Sekunden, so gut wie es geht, runterzuschütteln. Das heißt, wir dürfen nicht uns nach vorne beugen, sie einfach ausschütteln, sondern wir müssen sie rausbekommen, indem wir unseren ganzen Körper schütteln, springen oder whatever. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann ich stelle den Timer und sage 3, 2, 1, los! Ich hab gleich schon alle raus. Okay. Ist alles draußen bei mir? Ja, aber ich würde... Bei dir? Komm, mach deine raus, ja. Okay, die Runde hat Josh gewonnen. Aber ich schau mal, ob ich ausgleichen kann in der nächsten Runde. 3, 2, 1, los! Ich glaube, ich hab schon wieder alle weg. Wer hat gewonnen? Ich brauche einen Videobeweis. Okay, Videobeweis ist jetzt gleich, wer gewonnen hat. Auf jeden Fall, ihr könnt das Spiel zu Hause auch nachspielen. Vielleicht habt ihr auch Tischtennisbälle und solche Becher. Und dann freue ich mich richtig zu hören, wer wie viele Punkte für welches Team holt. Und schreibt es unbedingt unten ins Gewinnspielformular rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche oder spätestens bei Nikolaus wieder. Ciao. Ciao. Schön, dass ihr wieder da seid hier im Spielestudio. Heute machen wir ein richtig cooles Actionspiel, aber dafür brauche ich noch Unterstützung und zwar mit der Daniela und der Priscilla. Wir steigen nämlich, wie bei den Inuits, heute in ein Ruderboot und singen dafür ein Ruderlied, damit das Rudern mehr Spaß macht. Und wir werfen auch unsere Fischernetze aus und fangen ganz viele Fische. Und jetzt gehen wir das mal einmal zusammen durch. Und zwar alle Mann an Ruder. Auf die Ruder. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ate Katenuva, Ate Katenuva, E Missa D, Missa Dolla, Missa D. Und die Fischernetze. Hexacola Missa Warte, Hexacola Missa Warte. Ate Katenuva, Ate Katenuva, E Missa D, Missa Dolla, Missa D. Und jetzt steigen die Omas und Opas noch mit ein. Wir haben keine Zähne und sind auch nicht so schnell. Und Ate Katenuva, Ate Katenuva, E Missa D, Missa Dolla, Missa D. Hexacola Missa Warte, Hexacola Missa Warte, Ate Katenuva, Ate Katenuva, E Missa D, Missa Dolla, Missa D. Und jetzt kommen noch die Babys dazu. Yes. Babys, die sind ganz süß und haben eine ganz süße Stimme. Und Ate Katenuva, Ate Katenuva, E Missa D, Missa Dolla, Missa D. Hexacola Missa Warte, Hexacola Missa Warte. Ate Katenuva, Ate Katenuva, E Missa D, Missa Dolla, Missa D. Und jetzt kommen noch die flotten Jungs. Und ich würde sagen, wir machen jetzt ein Wettrennen, wer als erstes da ist. Also schneid euch an. Und die haben eine tiefe Stimme, oder die flotten Jungs? Ja. Tiefe Stimme, schnell. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Ich bin auch fix und alle. Ich glaube, wir sind jetzt alle ganz schnell ans Ziel angekommen. Und richtig cool, dass ihr
hat. Und jetzt geht's weiter im Programm. Tschüss! Hey, die Spiele. Ich habe jedes Mal so viel Spaß dabei. Mm-hmm. Es ist so cool einfach. Mega. Richtig stark. Und das war es auch schon wieder mit unserem Online-Kigo für heute. Hey Kids, ihr müsst nicht traurig sein. Nächste Woche geht es nämlich weiter. Und alle, die nicht genügend bekommen haben, ihr könnt auf Instagram, auf unserer Webseite vorbeischauen. Da gibt es ganz viel Input und Co. Also, lohnt sich auf jeden Fall. Und vergesst nicht, die Doppelkekse zu zählen und beim Gewinnspiel mitzumachen und vielleicht dann nächste Woche zu gewinnen. Mm. Und ich bete jetzt noch am Ende mit uns für die neue Woche. Und ihr dürft gerne mitbeten zu Hause. Jesus, ich danke dir für den Online-Kigo heute. Ich danke dir für David und Jonathan und dass wir von ihnen lernen können, wie richtig gute Freunde zusammenhalten, auch in schwierigen Zeiten. Und ich danke dir, Jesus, dass du auch mit uns dabei bist, in jeder Lebenslage, in allen Schwierigkeiten auch, dass du der beste Freund bist. Und danke, dass du auch mitgehst mit jedem Kind in die neue Woche. Amen. Amen. Hey Kids, es war richtig cool. Macht's gut und habt eine gesegnete Woche. Tschüssi.